Der Story-Modus von Agedy hat deine Seele noch nicht genug malträtiert? Ja, ich will mehr Qualen. Ich auch. Dann spiel den Agony-Modus. Der Agony-Modus verzichtet komplett auf die wenigen Stärken des Story-Modus. Welche Stärken? Visuell beeindruckende Areale? Raus! Story-Schnipsel in Briefform? Raus! Cutscenes? Raus! Plage dich stattdessen durch zufallsgenerierte Höllenlabyrinthe ohne Karte. Wow, alles sieht gleich aus. War ich hier schon mal? Dir waren die Monster im Story-Modus zu wenig? Der Agony-Modus schmeißt dich zu mit Monstern. Boah, geil, ich hab keine Chance. Haufenweise Frauendämonen, Armspinnen und getarnte Fleischklumpenmonster. Sogar die Torkelwürmer sind mit dabei. Ich liebe unkontrolliertes Herumtorkeln. Und wenn du dachtest, die Rätsel des Story-Modus können schlimmer nicht sein, dann erledige sie unter Zeitdruck. Yay! Schnell, finde zwei Stärkungen. Wo denn? Oh, zu spät. Bringe zwei Herzen zum Altar. Ich hab eins. Sehr gut, aber eins reicht nicht. Findest du noch eins? Es könnte überall sein. Hilfe, ein Dämon. Oh, Game over. Wieder von vorn. Der Agony-Modus von Agony. Mehr Folter geht nicht. Ich wünschte, ich wäre tot. Dieses peinlich männliche Dauergebrüll geht mir hart auf die Nüsse. Cool! Ist das etwa Assassin's Creed Odyssey? Ja, cool. Sprichst wie die Spartaner im Spiel, ne? Super lustig. Welche Spartaner? Guten Morgen, Colin. Schöner Tag heute, nicht wahr? Ja! Wollen wir vielleicht einen leckeren Kaffee trinken gehen? Ja, sehr gerne. Ey, wollen die mich irgendwie verarschen oder sowas? Wieso? Ich habe nichts gehört. Und dass dieser dauerlächelnde Creep Frauen angräbt, indem er sie alle 5 Minuten mit Bumsanfragen weichklopft? Ich werde dir zeigen, wie ich zur Sache kommen kann. Wir fassen zusammen. Entweder wurde die Heldenstory nicht so richtig geil durchdacht, oder Alexios ist ein mieser, freundlich lächelnder Soziopath. Ich tendiere zu letzterem. Hier, ich habe meinen passenden Trailer gebaut. Er ist ein ganz besonderer Held. Kuckuck, ich habe ein Messer. Und ganz Griechenland liebt seine Späße. Hoppidi hopp. Achtung, kommt mir nicht unter die Hufe. Oh, schon passiert. Die Frauen lieben seinen Charme. Bist du ganz allein hier draußen? Warum? Nur so. Er ist auf der Suche nach seinem Papa. Papi. Papi. Hast du meinen Papi gesehen? Er will dringend seinen Papa sprechen und eine ganze Schiffsmannschaft steht hinter ihm. Das Ruder, halt das nicht durch, Kapitän! Ich will, dass er rudert, bis die Hände bluten. Und auch sein treues Pferd trägt ihn durch jedes Abenteuer. Hiya! Oh, hast du dir die Hufe gebrochen, du mieser Klepper? Hört? Er ist der Assi unter den Assassinen. Er ist der Assassin's Creep. Ja, und ein Arschloch. Hey, Redaktion! Ich mache eine kurze Umfrage. Wer ist scheiße? Ich sag's euch. Colin! Sag mal, spinnst du? Colin ist der Chef. Und? Alter, Colin, kannst du doch nicht einfach wegmessern. Alles cool! Das reiße ich auch so mein Maul auf. Ja, Tim ist schon selbst schuld. Außerdem lebt er ja noch. Ey, red nicht so über Tim. Jetzt ist ja aber mal langsam Ruhe. Ey, was ist das für ein bekacktes Irrenhaus hier? Kann ich vielleicht mal in Ruhe einsprechen? Super Robo Company präsentiert Ihnen Steve. Steve steht für stinkender Technikeimer voller Egoismus. Und der Name ist Programm, denn er ist ein stinkender Technikeimer voller Egoismus. Hallo, bring Bier, du Frau. Bring mir! Der Steve hat mich gleich an meinen Mann erinnert. Der ist auch so ein kleiner Frechdachs. Modell Steve ist ein Typ zum Pferdequälen. Und er passt seine Dummheit stets an seinen Besitzer an. Für ihr Wohlbefinden. Mann, denn nur Scheiße im Fernseher. Ja, scheißer Fernseher, Sendung Scheiß. Genau. Die Super Robo Company präsentiert Ihnen Steve. Mit unserem Modell Steve menschelt es gewaltig. Auf Wunsch sogar mit Rassismus-Upgrade. Geh doch dahin, wo du herkommst. Ja, genau, Steve.
Steve. Die sollen alle nach Hause gehen. Wer hat dir erlaubt zu sprechen? Modell Steve. Seine Schwächen machen ihn so liebenswert. Also ich würde den kaufen. Oh Gott. Oh. Hey, der Mann braucht was zu essen. Oh, okay. Hier, nimm das. Cool, danke. Nur vorsichtig solltet ihr beim Durchwühlen der Kisten sein, denn unabhängig vom Inhalt kann einfach alles ungeheuren Krach machen. Backstein, Pümpel, Watte. Da kannst du auch leise looten. Okay. So, und hier in Mission 8 war dann alles aus so dämonischem Knochen und Fleisch geschwurbelt. Ui, das sieht aber eklig aus. Ja, auf jeden Fall. Und Mission 9 waren dann Felsen und Ruinen in Grau und Braun. Boah, richtig apokalyptisch. Mhm. Und dann in Mission 10 war es dann wieder wie in Mission 8, so mit so Dämonen geschwurbelt. Wow. Und in Mission 11 war es dann wieder wie in Mission 9 mit so braunen und grauen Ruinen und Felsen. Ach, wie krass. Ja, pass auf, geht noch weiter. In Mission 12 war ich meist in so unterirdischen Gängen unterwegs, mehr so grau und mit Dämonengeschwurbel. Mhm. Und in Mission 13 war es dann nur noch Dämonengeschwurbel in Grau. Boah, irre, ey. Ja, und dann in Mission 14 völlig abgefahren. Dämonengeschwurbel in Braun? Ja, was? Mann. Und nicht nur da, auch in Mission 15. Ach, hör auf. Und in Mission 16 auch noch? Ja, fast. Also in Mission 16 war es auch Dämonengeschwurbel, aber mehr so lila-grau mit bisschen Rot drin. Oh ja, das ist aber auch schön. Ja, fand ich auch. Denn wie wir EDF-Spieler wissen, Waffen sind das Kernelement dieses Spiels. EDF! 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 Ey Leute, wollen wir uns nicht genau überlegen, was wir jetzt mitnehmen? Ich nehme die hier mit. Passt gut zu meinem Outfit. Dick und hohl. Wie meine Alte. Ja, ich brauche auch eine Waffe. Es ist tödlich, wenn wir uns falsch entscheiden. Zu lange Nachladezeit, damit sprengst du dich sofort selbst in die Luft. Zu wenig Reichweite. Leute, so wie ich das sehe, haben wir gerade mal genug Zeit, um zwei Dropships auszuschalten, bevor die Untertassen und die Frösche sich aufschalten. Das stimmt, aber die zwei auf der linken Flanke, die sind relativ unbeschützt. Ja. Hast du denn was mit dem Reichweite? Ja, der Reflection Laser, der hat 240 Meter oder ansonsten die Four-Way Pulse Machine Gun. Können wir mal ein bisschen die Kaskade einziehen, wenn ihr 20 Schüsse und davon 4 pro Sekunde? Auch so lange Nachladezeit, 6,8 Sekunden, da bist du total ungeschützt, Mann. Okay, vielleicht reicht die Damage auch nicht aus. Ich würde an deiner Stelle die Grand M43 nehmen. Die macht 248,4 Schaden und hat auch eine sehr geringe Nachladezeit, nur 1,7 Sekunden. Also die Feuerrate ist kacke, 0,67, das dauert ewig. Okay, lass uns Sniper nehmen. DKFS FS57 LS, 5 Schuss, 242 Damage, Range 637,5. Genau die nehmen wir. Geil! Welcome!
Okay. Wie lahm seid ihr denn, ey? Ist mein Helm abgefallen.